Ja, guten Morgen. Auch ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen was gehört und eigentlich gehe ich noch mal einen Schritt weiter vor, beziehungsweise möchte heute ein bisschen was zur Basis für das, was wir gehört haben, sagen. Ich stehe jetzt schon zum zweiten Mal in dem Jahr hier vorn und vielleicht kommt dem einen oder anderen dann so den Gedanken, weil ich es letztes Mal auch schon angedeutet habe, jetzt macht er sicher wieder an seiner persönlichen Predigtreihe weiter. Und natürlich möchte ich solche herausfordernden Gedanken nicht enttäuschen und werde somit an meinem Thema Leben in Christus heute und der Bezug zu Gnade und Segen mit meiner siebten Betrachtung jetzt fortfahren. Und das Thema liegt mir deswegen so auf dem Herzen, weil es eigentlich jede Facette von unserem Leben, jeden Bereich enthält und deswegen etwas ganz Zentrales ist. Im Februar haben wir uns zusammen Gedanken gemacht, dass Gott mit einer Zusage, mit einer Aufforderung ganz, ganz häufig auch die Bedingungen angibt, unter der die Zusage zum Tragen kommt, also von der das Gelingen abhängig ist. Um diese Gedanken zu prüfen, haben wir uns zwei Bibelstellen dann näher angesehen, Philipper 2, Verse 12 bis 16 und im ersten Timotheusbrief, im ersten Kapitel, die Verse 12 bis 14. Da ich mir natürlich bewusst bin, dass zu viel Information immer kontraproduktiv und negativ ist, möchte ich eigentlich jetzt zu Beginn nur drei Resultate vom letzten Mal anführen, weil heute geht es ein Stück weit weiter, die mit dem heutigen Thema aber zu tun haben und die für mich damals wichtigen Punkte war. Erstens, dass Gott viel mehr auf das Wie, also auf meine Beziehung, meine Einstellung ihm gegenüber schaut, als auf das, was ich tue. Und zweitens, in Bezug auf Treue hängt die Fähigkeit von uns Menschen in der Praxis von der Hingabe an ein höheres Wesen ab. So bin ich als Christ von meiner Hingabe zu meinem Herrn erst richtig zur Treue fähig. Und im Gegensatz dazu kommt der dritte Punkt, haben wir festgestellt, dass Gott selbstgenügsam ist. Mit der Folge, dass er sich seinem Wesen und seinem Wort immer treu bleibt. Also diesem niemals untreu werden kann. Und ich habe jetzt schon angedeutet, dass wir das letzte Mal die Stelle im ersten Timotheusbrief gelesen haben und uns damit beschäftigt haben. Und dort kommt im Vers 14 ein Begriff vor, der sowohl auch mit in einer weiteren Stelle mit Christus, in Christus verknüpft ist. Und den habe ich das letzte Mal nicht betrachtet und das möchte ich heute jetzt einfach weiterführen. Ich lese jetzt nochmal diesen Vers 14 und dort steht: Über die Maßen groß wurde aber die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus ist. Welchen Begriff könnte ich jetzt hier meinen? Es liegt eigentlich fast nahe, dass es sich um einen Begriff wie Glaube oder Liebe handelt. Aber dem ist nicht so, sondern es ist der Begriff Gnade. Und deswegen möchte ich eigentlich jetzt meinen ersten Punkt für heute Morgen
überschreiben mit einer Frage, und zwar, welche Beziehung besteht zwischen in Christus und Gnade? Und ich möchte jetzt eigentlich gar nicht auf Auslegungsfragen eingehen, wie zum Beispiel, ob und warum Gnade eine unterschiedliche Größe haben kann. Das kommt vielleicht später irgendwann, sondern wie ich eigentlich in meiner Eingangsfrage gestellt habe, möchte, da ist mir wichtig, dass in dem Vers die Quelle der Gnade mit unserem Herrn Jesus Christus verbunden wird. Und obwohl das vielleicht oberflächlich betrachtet gar nicht so bedeutsam erscheint, ist es für mich trotzdem ein ganz beachtenswertes Detail. Und warum ist das so? Weil, wenn wir uns jetzt noch eine zweite Stelle dazu nehmen, und zwar die Stelle im 1. Korinther 1, 2 bis 4, dann wird von Paulus dort auch die Gnade mit unserer Stellung in Christus verknüpft. Aber außerdem wird eine andere Quelle für die Gnade angegeben. Wenn wir den Abschnitt jetzt mal lesen, dann steht dort, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Ja, in den Versen 3 und 4 wird die Gnade nun mit Gott, unserem Vater, verbunden. Und dieser kleine Unterschied erzeugt zumindest bei mir ein paar Fragen, die entstehen dabei einfach bei mir. Fragen wie zum Beispiel, ist die Gnade von Jesus Christus eine andere als die Gnade von Gott dem Vater? Sind es also zweierlei Gnaden? Oder gibt es zwei Quellen der Gnaden? Oder gibt es zwei Wege zur Gnade? Oder gibt es vielleicht eine andere Lösung? Vielleicht bin ich da ein bisschen komisch gestrickt in meinem Naturell, in meinem Wesen, dass mir solche komischen Fragen kommen. Und ihr könnt mir vielleicht eine ganz einfache Lösung nachher mitteilen und mir das erklären. Ansonsten möchte ich euch einfach mit auf die Suche nehmen, wo ich die Lösung gesucht habe, und dass wir gemeinsam nach einer Lösung, eine Lösung zu finden suchen. Weil für uns Menschen ist eigentlich das Thema Gnade eines der wichtigsten Themen überhaupt oder vielleicht sogar das zentrale Thema der ganzen Bibel. So dass ich es auch heute mit Sicherheit nicht umfassend behandeln will oder behandeln kann. Aber schauen wir uns jetzt einfach mal an, was uns der gerade gelesene Text sagt. So im Vers 3, so vorab mal, finden wir zum Beispiel bei den meisten deutschen Übersetzungen die Formulierung, die Gnade sei. Aber wenn man mal ins Griechische reingeht, dann fällt in diesem Satz das Wort sein und ein Konjunktiv. Und deswegen finde ich eigentlich die Elberfelder Übersetzung mit Gnade mit euch oder Gnade euch die exaktere und klarere. Denn die Gnade ist kein Wunsch, keine Option, keine Möglichkeit, sondern die Gnade ist eine Tatsache, eventuell jedoch mit Abhängigkeiten. Aber das eigentlich nur so am Rand als zum Beginn. Doch für Gnade ist eigentlich der Vers 4 der Schlüsselvers. Und in dem finden wir die Gnade und wir haben dort auch die Bezeichnung
in Christus. Und jetzt schauen wir uns den einfach nochmal an. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Und in diesem Vers wird uns als Ursprung der Gnade Gott angegeben. Doch zusätzlich wird uns auch Jesus Christus als Zentrum oder Vermittler der Gnade genannt. Aber wie versteht ihr diesen Vers ganz praktisch? Ist die Gnade etwas Einmaliges oder etwas immer Wiederkehrendes oder etwas Anhaltendes? Und auf was oder auf wem liegt hier eigentlich der Schwerpunkt? Für mich, mit meinen eher rudimentären Grammatik und Sprachkenntnissen in Deutsch, erscheint dieser Vers so, als ob der Schwerpunkt auf euch bzw. mir gegeben liegt. Und das immer wiederkehrend. Und ob das stimmt, das müssen wir jetzt mal untersuchen. Aber die Sichtweise, die schmeichelt auf jeden Fall meinem Selbstwertgefühl doch ganz gut. Allerdings muss ich sagen, dass das schon ein starker Hinweis sein kann, dass diese Ansicht so vielleicht nicht ganz richtig ist. Wenn wir uns so wieder in den Grundtext gehen und dort mal orientieren versuchen, dann finden wir dort eine ganz komische Zeitform im Griechischen, die eigentlich den Vorgang auf den Punkt bringt, ohne dass da eine direkte zeitliche Bezug da ist. Und zusätzlich steht dieses Wort geben im Passiv und dann noch als Mischung zwischen einem Tunwort und einem Eigenschaftswort oder, wenn man es als Fachwort ausdrückt, als Partizip, mit dem ich nichts angefangen habe, als ich es gelesen habe. Aber das hilft ein bisschen, weil dadurch wird durch dieses Partizip wird ein Bezug zur Vergangenheit hergestellt. Aber es gibt noch eine Schwierigkeit in diesem Vers, denn das Wort vor Christus kann sowohl mit in übersetzt werden, also in Christus, das macht Schlachter, Luther, Elberfelder, Menge, als auch mit durch. Das macht dann King James, die NEU, NGU, Hoffnung für alle. Und das hört sich eigentlich total ähnlich an, so als ob es eigentlich egal ist, aber diese Unterschiede, die setzen einen anderen Schwerpunkt. Und wie kann man jetzt diese Aussage dann einigermaßen korrekt verstehen? Also das Erste, was wir festhalten können, ist, dass wir Menschen eine Nebenrolle spielen. Wir sind passiv. Und auf geistlichem Gebiet stelle ich mir immer bei punktuell und Vergangenheit sofort einen Bezug zur Wiedergeburt her. Aber das würde bedeuten, dass uns die Gnade bei unserer Wiedergeburt gegeben wurde und als Folge sollte dann konsequenterweise ein durch Christus wiedergeboren und durch Christus die Gnade stehen. Oder es wird der Schwerpunkt nicht auf die punktuelle Wiedergeburt gelegt, sondern auf den dadurch erfolgenden punktuellen Eintritt in die Stellung in Christus. Als Folge sollte dann natürlich konsequenterweise in Christus stehen. Vom Grundtext, von der Grammatik scheinen beide Möglichkeiten zu bestehen. Beide sind richtig und ich möchte auch nicht sagen, dass irgendeine falsch ist. Und die meisten konservativen Übersetzungen im Deutschen, die wählen
die zweite Variante mit in. Die meisten modernen Versionen wählen die erste durch. Und ich möchte auch jetzt hier die Übersetzungen nicht bewerten oder pauschal verurteilen, weil eben beide Möglichkeiten da sind. Aber wir müssen uns letztendlich, wenn wir es lesen, für uns anwenden, müssen wir uns entscheiden, welcher der beiden Möglichkeiten wir dem vorzugeben. Und dazu braucht man eine Entscheidungshilfe und die finde ich oder finden wir in dem Schwerpunkt, den beide eben anders setzen. Und diese Schwerpunkte, die haben Konsequenzen. Und welche Konsequenzen sind es? Wenn man die erste Variante, Wiedergeburt durch Christus, da liegt der Schwerpunkt natürlich ganz klar in dem einmaligen Vorgang in der Vergangenheit, der durch den Erhalt von der Gnadengabe des Heiligen Geistes geprägt ist. Und wenn das einmal geschehen ist, erscheint das weitere Leben eigentlich nur zweitrangig. Denn es wird hier in dem Vers ja nicht einmal erwähnt oder angedeutet. Und eine Auswirkung auf meine Lebensführung, meinen Glauben, meine Stellung, die bleibt auch offen und scheint keinen Einfluss auf den Gnadenerhalt zu haben. Die zweite Variante, da liegt der Schwerpunkt auf dem punktuellen Eintritt in die in Christus-Position. Und die Gnade wird mit meiner Stellung in Christus verbunden. Und daraus folgt für mein Leben, dass mein Lebenswandel in dieser Stellung geführt werden muss, um keinen negativen Effekt, keine negativen Auswirkungen auf die Gnade auszulösen. Ich habe jetzt versucht, es ganz vorsichtig zu formulieren. Und wir müssen ja eigentlich eine Entscheidung treffen, eine Entscheidungshilfe. Und auch da hilft uns ein Stück weit der Kontext, in dem dieser Vers steht. Das können wir dazu herannehmen. Und im Kontext, im Umfeld, finden wir die Aussagen: Gemeinde Gottes, berufen und geheiligt in Christus und den Namen des Herrn anrufen. Also eigentlich alles Ausdrücke, die sich auf das aktuelle Leben, auf die aktuelle Beziehung zu Gott, unserem Herrn Jesus Christus in der Gegenwart beziehen. Und deswegen, weil hier die Gegenwart, das Leben ganz aktuell in Christus im Zentrum steht, deswegen möchte ich eigentlich eher mit der konservativen Übersetzungsvariante in Christus den Vorzug geben. Durch diese wahrscheinlich trockene, vielleicht auch schulmäßige Untersuchung, die ich jetzt hier gemacht habe, haben wir aber auf jeden Fall herausgefunden, dass uns die Gnade Gottes, als wir in die Stellung in Christus eingetreten sind, in der Vergangenheit gegeben wurde. Und solange wir in dieser Stellung bleiben, bleibt die Gnade in der Gegenwart auch in unserem persönlichen Maß verfügbar. Und doch wird vielleicht bei dieser Feststellung, dass die Gnade Gottes von der Stellung in Christus abhängt, bei dem einen oder anderen vielleicht so die Nackenhaare sich kräuseln oder sträuben. Aber dieser Umstand, diese Abhängigkeit, die wird uns von Paulus noch an einer anderen Stelle ganz klar zur Sprache gebracht und aufgezeigt. Und diese Stelle, die finden wir in Galater 5, Vers 4. Dürfte ich vielleicht jemanden bitten, ein Glas Wasser zu bringen? Danke, da kriegt man einen trockenen Mund beim Reden. Und dort in Galater 5, Vers 4 steht: Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Also auch hier eine ganz klare Abhängigkeit von in Christus sein und der Position der Gnade.
Und gerade zu diesem Text möchte ich noch einen kleinen interessanten Hinweis geben. Und zwar, wenn wir uns die Aktivitäten in dem Vers angucken, dann fällt auf, dass das aus der Gnade fallen vom Menschen aus gesehen aktiv ist. Das losgetrennt von Christus aus der Sicht von uns Menschen, aber passiv. Es passiert mit uns Menschen. Und damit ist eigentlich das eine zwangsläufig ablaufende Gesetzmäßigkeit, die Folge der aktiven Entscheidung für das Halten des Gesetzes oder für das Halten eines anderen Evangeliums. Und daraus können wir eigentlich für uns einen ganz wichtigen Punkt ableiten. Nämlich, solange wir in dieser Stellung in Christus sind und uns dieses in Christus leben, haben wir einen uneingeschränkten und einen lebensnotwendigen Zugang zu der Gnade Gottes des Vaters. Und diese Stellung in Christus, die wird permanent durch unsere persönlichen Entscheidungen beeinflusst. Zum Negativen oder zum Positiven. Und hier gilt aber auch, was auch schon vorher gesagt wurde, und in einem Lied kam, dass immer die Korrektur durch Buße und Vergebung möglich ist. Aber wir haben eigentlich immer noch nicht gelöst, was es mit der Gnade Jesu Christi auf sich hat. Denn die Gnade Gottes, des Vaters, sollte doch für uns genügen. Und bevor wir das untersuchen, möchte ich eigentlich vorher noch mal ein grundlegendes Ding zum Thema Gnade sagen. Und zwar, ich habe in Wikipedia mal nach einer Definition für Gnade gesucht und dort jetzt in eigenen Worten diese Definition gefunden. Gnade ist ein souveräner Akt der rechtmäßig verhängte Strafen oder Maßregelungen zugunsten der Begnadigten aufhebt, aussetzt oder mildert, ohne dass die Person entschuldigt wird. Und diese Definition, die erscheint mir eigentlich recht gut gelungen. Doch wenn man sie jetzt auf Gott anwendet, dann bekommt man eigentlich ein scheinbar unlösliches Dilemma. Und dieses Dilemma, das möchte ich jetzt im nächsten Punkt untersuchen. Und den möchte ich überschreiben mit die Gerechtigkeit Gottes und Gnade. Aber worin liegt denn das Problem dabei? Das Problem liegt darin, dass Gnade, so wie sie hier mit für das Recht definiert ist, immer ungerecht ist. Gerecht wäre, wenn eine Straftat für alle gleich mit genau der vorgesehenen Strafe geahndet wird. Wird die Strafe für einen oder mehrere Straftäter aufgrund von Gnade grundlos reduziert oder gar aufgehoben, dann empfindet es fast jeder als ungerecht, eben weil nicht alle gleich behandelt werden. Als Beispiel natürlich kann ich, weil ich das mehrmals jetzt erlebt habe, das mit einem Strafzettel verdeutlichen. Ja? In Ludwigsburg parken jetzt 3 Autos im Halteverbot. Oder Parkverbot, ist ja egal. Und das festgesetzte Strafmaß ist, alle kriegen einen Strafzettel, alle sind verurteilt und Strafmaß setzen wir jetzt einfach hoch, weil es eine schlimme Stelle ist, 100 Euro. Ja? Und dann kommt derjenige, der verantwortlich ist dafür und sagt, okay, der Erste, ach, das ist ein Stuttgarter, 100 Euro, wunderbar. Der Zweite, ja, der hat immerhin eine LB-Nummer, ja,
der kommt zwar aus Freiberg, aber da reduzieren wir halt auf 50 Euro. Und der dritte, oh, das ist ein Ludwigsburger, wunderbar, dem erlassen wir alles. Ja, wenn das ist Gnade, ja? Eine grundlose Reduzierung, ein Strafmaß, das eigentlich, und das würde jeder als, boah, das ist total ungerecht. Das ist unfair, da fängt es in uns an zu kochen, wenn wir sowas erfahren. Und genau daraus ergibt sich ein Problem, denn die Schrift sagt uns, zum Beispiel in 5. Mose 32, in den Verse 3 und 4, dass Gott vollkommen und gerecht ist. Dort steht, denn ich will den Namen des Herrn verkündigen, gebt unserem Gott die Ehre. Er ist unser Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Und damit sollte eigentlich unter dem Gesetz die Gnade keine Rolle spielen. Denn Gottes Gerechtigkeit kann eigentlich Gnade nicht zulassen. Aber die Realität, die Tatsachen, die sehen nun mal ganz anders aus. Gerade bei der ersten Rettungsaktion Gottes taucht das Wort Gnade überhaupt zum ersten Mal in der Bibel auf, bei Noah in 1. Mose 6. Und in den Psalmen wird Gottes Gnade oft direkt neben seiner Gerechtigkeit genannt. So im Psalm 145, 17, der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Und diese schwerwiegende, unlösbare innere Konflikt, der wird auch im alten Bund nicht wirklich vollständig oder es wird eigentlich nur andeutungsweise thematisiert, weil es menschlich gesehen eigentlich keine Möglichkeit für eine Lösung gibt. Es gibt einen gnädigen Gott, aber es gibt keine erkennbare Basis für diese Gnade, wegen seiner absoluten Gerechtigkeit. Denn für mich, und das macht vielleicht vielen von euch ein Problem, erschließt sich es auch nicht unmittelbar, warum ein Achan und seine Familie sterben musste in Josua 7, 24, weil er, ja, vielleicht nicht ein bisschen, aber auf jeden Fall ein bisschen Silber und Mantel und ein bisschen Gold geklaut hat. Und ein David, der durfte leben, obwohl er viel schlimmere Dinge getan hat. Ehebruch, Totschlag, die sogar vom Gesetz her eindeutig mit Todesstrafe belegt werden. Und im Alten Bund gibt es keine Lösung dafür. Erst eigentlich am Ende von der Zeit und am Gesetz, also am Ende vom Alten Bund, wird uns eine Lösung geoffenbart und wurde den Menschen unter dem Gesetz eine Lösung geoffenbart. Und das lesen wir jetzt im Johannesevangelium im Kapitel 1, Vers 17. Dort steht, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und so wie hier die Schlachter 2000, so übersetzen die meisten deutschen Bibelübersetzungen. Aber die griechischen Wörter, oder das griechische Wort, das dort steht, das lässt noch ein bisschen eine andere Variante zu, eine Bedeutungsvariante. Und die habe ich eigentlich nur bei der Menge Bibel angedeutet bekommen und bei einigen modernen als Übersetzung. Und Menge schreibt in der nicht revidierten, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben worden, aber die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden, gleich gekommen. Und damit kann man dann den letzten Teil vom Vers 17 auch mit
mittels oder in Jesus Christus ist die Gnade und die Wahrheit gekommen, übersetzen. Jetzt haben wir natürlich schon wieder so eine komische Situation, dass man zwei recht unterschiedliche Bedeutungen des griechischen Textes haben. Und ich möchte sogar nicht mal irgendeiner der beiden Bedeutungen vorzugeben, weil ich ganz stark vermute, dass beide Bedeutungen da drin sind. Aber wie können wir jetzt diesen Vers dann ganz konkret verstehen? Das griechische Wort, das hier im Vers 17, das diesen Vers so spannend macht, hat eigentlich diese folgende Bedeutungsbreite: zum Dasein gelangen, entstehen, geboren werden, werden, sich ereignen oder auch in einen Zustand kommen. Das heißt, wechseln von einem Zustand in einen anderen oder zu etwas werden. Und deswegen kommt es auch 22 Mal im ersten Kapitel der Bibel in der griechischen Übersetzung, also in der Septuaginta, vor. Und auch drei Verse weiter vorne, im Vers 14, kommt es schon vor und wird dort in dem Ausdruck "Das Wort wurde Fleisch" verwendet. Das heißt, das Wort Jesus Christus in der Gestalt Gottes wechselte in die Gestalt des Fleisches, so wie es im Philipper 2, Vers 6 beschrieben wird. Und im Vers 17 wird also die Gnade Gottes mit der Menschwerdung Jesu Christi verknüpft. Jesus Christus wird zur Verkörperung der Gnade Gottes. Aber warum ist das so wichtig? Eben, weil Gott gerecht und heilig ist und ein gerechter Gott immer, immer die Strafe vollstrecken muss. Wenn Gott nicht gerecht ist, und dann könnte er, wie er will, also willkürlich, ohne dass Probleme entstehen, begnadigen oder verurteilen, dann wird es keine Regeln, dann wird es nichts geben, auf was wir uns Menschen verlassen könnten. Doch Gottes Gerechtigkeit, die fordert die Sühnung der Schuld, also ein Sühneopfer. Und deswegen ist die Menschwerdung Jesu Christi als Sohn Gottes, die Gnade Gottes ins Dasein gelangt. Sie ist gekommen, sie ist geworden in seiner Person. Und das Spannende daran an diesem Punkt ist eigentlich der Zeitpunkt. Denn es ist jetzt für uns natürlich alles Vergangenheit. Es ist 2000 Jahre her, dass Jesus Christus auf die Erde kam und mit seinem Opfertod diese Gnade verfügbar gemacht hat. Aber diese Gnade ist schon mit Abschluss der Schöpfung vollendet und wirksam. Sonst hätte weder Noah noch David noch sonst irgendein Mensch vor Christus Gnade vor Gott finden können. Sie hätten alle gemäß dem Gesetz Gottes und seiner Gerechtigkeit sterben müssen. Und wenn wir jetzt nun diese ganzen Fakten zusammennehmen, dann folgt eigentlich daraus, dass die Gnade Gottes und die Gnade Jesu Christi identisch sind, nur mit einem anderen Aspekt, mit einem anderen Augenmerk. Die Quelle, der Ursprung der Gnade ist immer Gott. Die Verwirklichung der Gnade ist Jesus Christus. Und deswegen wird auch ganz häufig, wenn es um Erlösung, um Rettung beziehungsweise auch um Schuldfragen geht, dann liegt der Augenmerk eher auf der Gnade Jesu Christi.
wenn es um unsere Lebensführung geht, um unser Leben in Christus, dann liegt der Augenmerk stärker auf der Gnade Gottes, unseres Vaters. Und einfach, um das auch nochmal zu unterstreichen, möchte ich jetzt noch kurz eine Bibelstelle anführen. Und die steht in Apostelgeschichte 15. Weshalb versucht ihr denn jetzt, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf die gleiche Weise wie jene. Also hier ganz klar, in Jesus Christus, durch sein stellvertretendes Opfer, ist für jeden Menschen möglich, unter Gnade, wegen der Gnade gerettet zu werden. Und es gilt für alle Menschen gleich. Aber weil Gnade, so wie wir es gelesen haben, ein souveräner Akt ist, von der begnadigenden Person, also die Gnade ausspricht, muss sie nicht, aber sie kann natürlich Bedingungen festlegen, für die die Gnade gilt. Und die sind für die Gnade Jesu Christi. Erstens, erkennen und anerkennen der persönlichen Fehlbarkeit und Schuld sowie die Unfähigkeit, dieses Problem aus sich selbst lösen zu können. Die zweite Bedingung ist, anerkennen und die Annahme einer stellvertretenden Sühnung durch den Tod Jesu Christi am Kreuz. Und als dritte Folge, und die gilt auch für jeden, der gläubig ist und Christ ist, aus diesen ersten Punkten heraus muss dann eigentlich ein demütiges Herz die Folge sein. Und daraus, aus diesem demütigen Herz, muss die Buße folgen. Wobei Buße ein Schuldeingeständnis, ein Bekenntnis vor Gott oder eventuell auch vor Menschen beinhaltet, sowie ein aufrichtiger Wille, sich verändern zu lassen. Und da lege ich einen Schwerpunkt drauf. Und damit haben wir heute eigentlich die grundlegenden Zusammenhänge zwischen Gnade, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus und uns Menschen entdecken dürfen. Natürlich bleiben ganz viele Punkte noch offen. Wie lebt sich Gnade im aktuellen Leben für jeden von uns? Vielleicht kommt es beim nächsten Mal. Lassen wir uns mal überraschen, ich weiß es nicht. Eigentlich bin ich jetzt